willkommen zurück zu einer weiteren strahlend verstrahlten Folge Pacific Drive. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter, bewerten, kommentieren. Für die Menschen, die noch da sind, ein bisschen Unterstützung da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Ich weiß, Let's Play und so, out, nicht mehr cool. Nicht mehr cool, was du machst, Kies. Du machst Alt-Männer-Content für alte Männer. Ja, wo sind denn meine alten Männer? Hashtag, ich bin ein alter Mann oder eine alte Frau. Alte Frauen sind natürlich genauso willkommen wie alte Männer. Let's Plays für die Alten. So, ich schnapp mir erstmal hier ein bisschen Zeug, damit ich einfach so Notproviant habe. Aber im Großen und Ganzen ist der Plan doch relativ zügig durchzugehen und uns hier gar nicht zu lange mit Dingen zu beschäftigen. Ah, wir flutschen durch. Ja, wir können auch die Anker mitnehmen. Kann man jemals genug Anker haben? Ich glaube nicht. So. Mann, ich will endlich wieder einen besseren Motor haben. Es ist so mühselig, mit diesem Schneckenmotor durch die Gegend zu tuckern. Weil es geht einfach so viel besser, ne? Es geht so viel besser. Und was ist drin? Ein bisschen Chrom. Ah, ein bisschen Gummi noch mitnehmen. Ich glaube, davon habe ich noch gar nichts wirklich dabei. Nur für den Fall der Fälle, falls sie irgendwas... Falls mir ein Schlauch in der Hose platzt, bin ich direkt ready. Ah, guck mal, hier eine gepanzerte Tür sogar. Also, eine Platte. Keine Tür, eine Platte. Das ist doch ganz nett. Das kann man doch immer mal mitnehmen. Sommerreifen noch zerschroten. Mit dem geht es ja auch recht flott. Was ist das? Ist das der Wirbel? Bewegt sich der Wirbel jetzt? Kommt der näher? Klingt fast so, als würde der näher kommen. Naja, ich habe schon mal 3 Thermosaft in der Hose. Ich habe schon mal 3 saftige Thermo-Ömmels. Ah, der bewegt sich so ein bisschen nach links und rechts, ne? Davor war der an einem Punkt und hat sich eigentlich nicht bewegt, aber jetzt, ich schwöre. Oh, oh. Oh, 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 oh. Muss das sein, Jungs? Hängen beide an mir? Ne, nur einer. Ah! Oh, ich wünschte, den könnte ich zersägen. Drüben ist ein Turm. Guck mal, ich fahre den gerade noch mal ein bisschen aus der Danger Zone. Und dann hole ich mir das Plasma. Weil davon habe ich, glaube ich, nur 20. Primitiv. Ich will eigentlich nur wissen, was du im Kofferraum hast. Ich finde es cool, dass hier auch die Kleinen sich snacken. So, dann gehen wir mal ganz schnell da drüben hin und holen uns den Saft von dem Tower. Hier haben wir ja Glück und kriegen 4. Das wäre geil. Boah, Moment, der hat sogar 3 Energiequellen. Hier haben wir Glück und kriegen 4. 4. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen 4. Wir kriegen sogar 4. Nice. Was nimmt er sich jetzt? Mein Auto? Nee. Schon wieder das kleine Häschen. Die 2 scheinen keine Freunde zu sein. Und ich find's gut. Warum dampft meine Karre? Warum dampfst du? Oh, da kommt ja schon wieder ein Sturm. Das gibt's doch nicht.
Ich habe übrigens geguckt, was diese komischen Ankersymbole sind. Das sind die stabilisierten Antennen. Wenn die blau sind, sind sie stabilisiert. Das ist also ein Gebiet, das quasi durch uns schon mit diesen komischen Antennen versorgt wurde. Hier waren wir schon mal. Wir sind ja auch nur auf der Durchreise, ne? Licht brauchen wir gerade nicht. Oh, Militärfahrzeug. I like. Was? Wo? Au! Die springen sogar mich an. Dann wollen wir auf die Nudel. Was gibt's hier? What? Warum regnet es auf einmal Ersatzreifen? Das ist creepy. Sommerreifen hat der hier. Auf einmal regnet es Ersatzreifen. Wie unheimlich ist das denn bitte? So, wo ist der Sturm? Auf dem besten Weg zu uns hin. Und woher kommen auf einmal die Puppen? Die waren doch davor nicht da, oder? Ich kann schwören, die sind gerade gespawnt. Na, wir kommen voll wieder rein. Also dem Sturm kannst du irgendwie nicht entkommen, gefühlt, ne? Der will dich fressen. Komme, was wolle, er will dich fressen. Autsch. Klapperbüchchen offen. Jetzt, wo ich in den Sturm rein düse. So, wir ziehen weiter durch. Den Anker holen wir uns noch. Ist er denn? Der steht ja merkwürdig. Da können wir den Sturm nur aussitzen. Voll rein. Einen, glaube ich, bin ich ausgewichen. Komm schon. Das hängt alles an mir dran. Haben die mir das Ding runtergerissen? Haben die mir das Ding wirklich runtergerissen? Wenn ja, würde ich das gar nicht feiern. So, ich bin mitten im Sturm. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Error, Error, Error. Ah! Was willst du machen? Jetzt müssen wir es durchstehen. Oh, was zum Geier ist hier los? Alter, schaut euch das an. Diese Anomaliestürme sind so geisteskrank, ne? Die sind so verflucht geisteskrank. Nice. Doppelplasma. Was? Es regnet Metallschrott plötzlich. Irgendwie richtig weird, ne? So, wir müssen den Weg wieder zurück. Wir haben echt eine Tür genommen.
hoffe, der fährt jetzt nicht auf mich drauf. Boah, wir machen auch böse Damage. Danke. Danke. Meine Plasmabeute ist gar nicht mal so schlecht. Warum hängen die beiden da hinten? Haben sie sich gegenseitig angesaugt und lassen sie jetzt nicht mehr los? Fühlt ja, was ist das hier? Stahl. Let's do it! Der gute alte Stahl. Weiter geht's. So, wir können jetzt im Grunde raus. Der eine Kern ist mir eigentlich... Boah, hat der viel gegeben. Aber trotzdem, der eine Kern ist mir eigentlich egal. Ich will jetzt hier weg. Ich fühle mich hier sehr unwohl in der Gegend. Wir wollen ja weiterkommen. Oh, hier gibt es sogar noch mal ein bisschen Plasma zum Mitnehmen. Ah, mir fehlt eine Tür, ich weiß. Was soll ich jetzt machen? Und Schrott. Da kann man doch wieder ein bisschen was basteln, wenn wir das nach Hause bringen. Das ist doch alles gar nicht mal so kacke. Warum? Wie geht's meinem Motor? Was hat mein Motor? Mechaniker-Kit. Habe ich eins? Nee. Aber Mechaniker-Kit ist ziemlich easy zum Herstellen. So, die Welt geht unter. Das ist mein Stichwort. So, ich bin da mal raus. Weltuntergang. Alright. Ich weiß gar nicht, wie viele Routen wir noch machen müssen, um zu den Ruinen zu kommen. Aber es wird uns noch einiges Negatives erwarten und ich würde mich besser fühlen mit einer neuen Heckklappe da hinten. Na, ah, der Ankerbube hat das Ding direkt runtergerissen hier, der Angler da. Der kleine Türenfänger. Ja, das war das mit diesen Rohren. Ich kann mich noch erinnern, hier waren wir schon. Uno momento. CCC. Und vamonos. Ja, hier waren wir schon. Ganz gemütlich gehen wir hier raus. Ohne Probleme und ohne größere Widerstände. Alright, ich bin hier. Oh, wir kommen schon hin. Boing! Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht zu unangenehm wird. Ich habe auch ein bisschen Schiss. Dass es da oben jetzt gleich richtig rund geht. So. Alter, was ist das denn für eine Region? Ist ja eine Stadt.
Regen. Darüber kann ich mich jetzt eigentlich freuen, weil es gibt Saft für die Batterie. Oh, jeez. You know, I remember Red Metal like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork? Francis coated in chalk dust from the Black Horse. You mistaking my lab notes for a trash pile and throwing away weeks of work? Yeah. It'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. Hier gab's instabile, ne? Kerne. Aber mit jedem, den ich hier rausreiße, wird's halt unangenehmer für uns. Stopp! Oh nein, 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 klar, gehst du auf mein Auto. Vergaß, was die für eine perverse Reichweite haben. Das alles nur für ein bisschen Plasma, das anscheinend ich eh nicht rausbekommen, ha? Huh? Nope, nix. Stahl, unnötig. Ist noch ein Container. Ich schau mal rein. Mittlerer Ring, da könnte es Thermosaft geben. Was wiederum geilo wäre. Was sagt die Batterie? Ist die voll? Ja. Könnte ich mir mal Heilung. Wind und Regen sind mein Freund. Das ist schon mal keine ultrasäurebelastete Gegend, was ich auch nice finde. Dafür ziemlich strombelastet. Warum? Warum werde ich jetzt angebrutzelt? Do you ever regret all this? From the very second I heard your voice coming through my speakers. Ach, die Batterie. Die holt sich ja auch Blitz. Everything that happened. Handing over Lynn. The way the project ended. It cost you Alan. Your career, the entire damn Olympic Peninsula, and you're still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. And you wonder if I regret it? Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here? No, not a chance. Then we have that in common. Na, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Was zum Geier ist das da hinten gewesen? Ich mache mir das Leben wieder schwer. Oh, okay, so ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ich muss es scannen. Oh, verflucht. Was ist das? Schleimball. Nett. Bin ich mit meiner Karre da nicht hin. Wie viele Schleimbälle erwarten mich noch drin? Oh, wow, wow. Was haben wir denn da schön? Das ist noch ein Auto. Da gucke ich kurz rein. Hat sich absolut nicht gelohnt, aber hier gibt es vielleicht noch ein bisschen Thermojuice. Das ist doch mal was. Na, das lohnt sich. Gehen wir mal mindestens eins, ne? Na gut. Let's go. Und geht die Welt jetzt vor die Hunde? Schleimball.
Schleimbällchen da hinten spuckt auf jeden Fall immer noch weiter. Sieht nicht glücklich aus. Wow. Im Gegenteil, der ist richtig am Entsaften, ne? So, meine Freunde. Oh nein, mein Impulshammer ist fast Schrott. Kann ich einen neuen bauen? Habe ich dafür Materialien? I don't know. So. Eigentlich müsste ich hier hinfahren. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier, weil es auf einmal dunkel ist und es nicht mehr. Boah, der Tunnel war heftig. So viel zum Thema, es ist nicht so seuchenlastig. Ich glaube jetzt, meine Freunde. Was ist das denn? Ist das was Besonderes? Kann man das looten? Der Baum da. Oh mein Gott, Baum. Bum-bums. So sieht das also aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich damit machen kann, darf, soll, aber Erste-Hilfe-Set. Es regnet einfach so Erste-Hilfe-Sets. I like. Weiter bitte. Immer weitermachen mit den Erste-Hilfe-Sets. Wo ist meine Fackel? Weit, weit weggeflogen. Wie schnell wird das hier instabil? Oder haben wir ewige Stabilität? Okay, ich habe ein bisschen Candy. Das ist auch für irgendwas wahrscheinlich wichtig. Gutes altes Baumcandy. Der Ball. Der Spuckball hier. How's Francis? He's. He hasn't left the bedroom. I'm sorry. You didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. Oh, ich gehe hier wieder voll Risiko ein, ha? Huh? Ai, ai, nein, 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 Benzin. Daraus habe ich gelernt. Das Zeug kann dir ein Loch in den Tank fressen. Oh, wow. Permanenter Spuck oder was? Oh Gott. Gönn mir die Heilung. Let's go. Mach mein Auto nicht kaputt. Ich brauch das für die Forschung. So, what did Alan tell you about his work? Second in command of Dr. K's lab after. Alan didn't discuss his work with me. Nor did I share mine with him. Wait, you were head of the whole stinking department. You must have known something about what their lab was doing.
If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. Well, that's all I did after the accident. Try and fail to find any answers. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Oh mein Gott, oh mein... What? What? Oh, was ist das denn? Warum werde ich gerade so bombardiert mit Säure? Lebt an mir was dran? Oh, piesel dich. Ist aber schnell. Ist ein bisschen frisch. Wie geht's beim Motor? Wie geht's gut? Weißt du was? Ich werde dich sowas von zersägen. Oh yes! Komm zu Daddy! Moment, ich brauche unbedingt einen Hammer. Da ist nämlich noch eins. Ich hab ein bisschen Thermospritz in der Hose. Ich hab keine Elektriker-Kits. Und hier ist auch noch so ein leckerer Zuckerbaum. Yeah, baby! Give me more! Dr. K's lab has got to be here somewhere. Da ist noch so ein Zuckerbaum. Den hole ich natürlich auch noch. Edle, teure Materialien. Das ist noch so ein Zuckerbaum. Ey, nimm mit. Nimm mit. Alles, was du kriegen kannst, ne? Noch einer zufällig hier. Vielleicht ist da hinten noch irgendwas richtig Wichtiges. Ich glaube, hier stehe ich auch im Moment ganz gut. Boah, die ganze Gegend hier geht ganz schön vor die Hunde. Seemann, öffne dich. Und zeig mir, was du hast. Libyen-Kids. Kann ich jetzt erlegen. Ich will eigentlich eher noch so ein bisschen was von dem Thermozeug. Ich habe ja einen Scanner dabei. Jetzt, wo es regnet, könnte ich mir das sogar leisten. Oh, nice. Noch ein bisschen Plasma. Das ist eine Gegend mit sehr, sehr fetter Beute. Sehr, sehr fetter Beute.
stürmt wie Sau, aber es gibt halt auch geiles Zeug. So, die haue ich mir noch rein. Okay, keine Ahnung, wo hier noch ein bisschen Candy wäre. So, erstmal alles rein. Erstmal alles sichern. So. Zeig mir mal den Scanner. Benzin. Was sagt man Benzin eigentlich? Benzin habe ich genug. 40 Meter. Achso, das ist schon leer geerntet. Das zeigt er auch an. Das ist ein bisschen doof. Aber es da hinten ist noch nicht leer geerntet. Ich stelle mich mal hier kurz hin. Im Regen. Dann holen wir das hier natürlich auch noch. What? Hier war mal was zu holen, aber ist alles weg. Ja, das ist ja super mies eigentlich, ne? Irgendjemand hat das schon aufgecrackt. Ich sage, hier fährt noch jemand rum. Irgendwo ist noch ein Trottel unterwegs und fährt hier durch die Gegend. Garantiert. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Dr. K's access records were coded to the lab that used to be here. I'm feeling less optimistic by the second. Not a scour this place clean. Oh, something's here. We just can't see it. Oh, following a hunch. Not your usual MO, Oppie. No, but being suspicious of Arda is. Untersuche das Labor. Komme ich hier überhaupt rein in die Bude? Das ist die große Frage, ne? Hier vielleicht. Whoa, Driver, hang on, where are you going? That should have been the end of the facility. According to the blueprints, anyway. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Was für eine Horroranlage. Ah, die Türen kann man nicht öffnen. Die kann man nicht öffnen, da bin ich 100% von überzeugt. So ein Vault. Was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Security Protocol activated. What? Scan Arda's security credentials immediately. What? Erstmal den Turm da drüben zerlegen. Well, well. After all these years and Arda still has something to hide. We're definitely onto something now. Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. Na, das ist doch mal ein Ding, du. Wow. Wow, wow, wow. Well, well, well. Okay, here's something. This thing in the deep zone, they called it the well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the decryptor and see what you can find.
nicht irgendwie hin zu dem Ding? Ich sauf hier nicht ab, oder? Hier sind sehr viele Generatoren. Kann man das hier scannen? Nee. Scannbare Labordinger. Was ist denn hier scannbar? Vielleicht da oben was drauf. Der Laden ist halt riesig. Der Laden ist gigantisch. Da haben wir doch was. Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. Let me guess. You're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, driver. We'll review these and summarize our findings after. Okay, da oben ist noch was. Ich mach mal ganz kurz meinen Kram da rein. Achtung, Turm. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Anomalie-Feeling. So, hier gibt es bestimmt auch irgendwas, ja. Was blubbert denn hier so? These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. Berge die Versuchungsdaten. Wo sind die Versuchungsdaten? Muss ich hier raus, oder was? Ich suche die Forschungswaffe nach scannbaren Labordaten. Okay, hier muss noch irgendwas scannbar sein. Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich da hinten. Ganz kurz noch hier oben. I don't think so. Ah, wahrscheinlich da hinten. Da, wo es blau leuchtet. Hier war ich noch nicht. Let's take a look. Okay, hier ist auch nix. Hier war ich noch nicht. Das ist nämlich so ein Labor, bloß irgendwie von der anderen Seite. This is a decrypted record of the accident. Poppy, are you sure you want to hear this? It's got details about Alan's final moments. It's been over 30 years. I'm past ready. Go on, driver. Keep snooping and see what else you can find. Noch mehr scannbares Zeug. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, wo ich noch hin kann. Na gut, Leute, wie es weitergeht beim nächsten Mal, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Shut up!